Vielen Dank, Christoph. Vor ein paar Jahren, wenn du mich so gelobt hast, war ich noch rot geworden im Gesicht. Aber mittlerweile ist dann doch schon viel Routine mit eingekehrt. Ja, liebe Besucher der EM-Tage, liebe EM-Freunde, mich freut's, dass ich mit dabei sein darf, dass ich hier bei den EM-Tagen ja schon viele Jahre mit dabei bin, bei der ganzen Bewegung. Jetzt ja, sind es mittlerweile schon gute 15 Jahre, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Und dieses Jahr ist ja ein ganz spannendes Thema, die Kraft der Ideen. Ja, die Kraft der Ideen, ein spannendes Thema. Besonders, wenn Sie so viele Menschen wie hier in Högering treffen zu dieser Thematik und dem Ganzen dann eine ganz besondere Kraft geben. Ich darf Sie dabei einladen zu meinem Thema. Und das Thema ist, wenn die Idee Früchte trägt. Wir haben im Vorfeld, Dani Rose und ich, so überlegt, was geben wir dem Vortrag für ein Thema, über was soll ich reden. Und dann sind wir einfach so zu dem Thema gekommen, wenn die Idee Früchte trägt. Mir war damals noch gar nicht bewusst, was ich da für einen Vortrag dazu mache. Und das ist noch gar nicht so lange her. Aber es ist, denke ich, ein ganz spannender Vortrag entstanden. Und da dazu möchte ich Sie jetzt einladen. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Gärtnermeister in der Stiftung Adel, nicht weit von hier. Bin ich seit Jahrzehnten tätig. Und ich möchte mit Erna ein bisschen zurückschauen, wie sie es entwickelt hat in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Wir haben einen großen Werkstättenbereich dabei und ich darf im grünen Bereich arbeiten, war der Leiter von der Gärtnerei, habe dann die Landwirtschaft mitgeleitet und hätte noch den gesamten grünen Bereich übernehmen sollen, also alles, was in Adel grün ist. Und da habe ich dann darüber nachgedacht und es war für mich dann auf einmal klar, eine reine Bürotätigkeit, das mag ich nicht. Und es war also dieser Wandel in der Gärtnerei hin zum biologischen Wirtschaften, zum ökologischen Denken. Und ich habe mich damals entschieden, dass ich mich um einen Gemüsebau annehme. Dass ich auf der einen Seite weit zurückgehe in der Hierarchie, an die Basis. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, weil ich kann einfach ganz anders agieren und mich ganz anders einsetzen für die Ökologie an der Basis. Ja, ein bisschen zurückschauen möchte ich einfach so in meinem Wirken. Ich war viele Jahre konventionell unterwegs. Die mineralische Düngung nach Entzugstabellen. Und es war üblich, dass man nach starken Niederschlägen, die wir ja bei uns in der Gegend lange Jahre gehabt haben, dass der Stickstoff ausgewaschen worden ist. Er war unterwegs Richtung Grundwasser. Und wir haben wieder nachdüngt. Es kam eine neue Generation der Dünger, die Entec-Dünger. Auch für den Hobbybereich gibt es heute das Entec-Nitrofosca. Es ist ein Dünger, der stabilisiert ist. Aber wir hatten auf einmal große Probleme mit Fäule. Bis wir dann dahinter gekommen sind, dass der Dünger die Mikrobiologie im Boden lähmt, dass deswegen der Stickstoff nicht so schnell freigesetzt werden kann. Aber durch dieses Lähmen der Mikrobiologie ist unser System stärker durcheinander gekommen
Und es sind Pilzkrankheiten und besonders Fäule sehr, sehr stark aufgestiegen. Viele Jahre waren wir so unterwegs mit dem chemischen Pflanzenschutz. Der Fokus war bei den Schädlingen. Es war immer der Blick, wo sind Schädlinge, wir können es bekämpfen. Bekämpfen sehe ich heute ganz anders. Was bekämpfen heißt, dass es töten tut, dass Unkraut abstirbt, dass Tiere sterben. Es ist ein Aufschrei, der hinter der Feldspritzen entsteht. Es entstanden immer mehr Resistenzen. Wir haben immer mehr Mischungen gemacht, wo niemand sagen kann, was passiert mit einer Mischung von verschiedenen Chemikalien. Die Zulassung war immer irgendwo im Fokus, ist nur zulassen. Durchsteige ich das Ganze, wenn es heißt, zugelassen für Kohle oder für Kohl. Einmal ist der Brokkoli mit dabei, einmal ist er nicht mit dabei, wegen dem einen Buchstaben. Die Abdrift, wir haben kleine Einheiten. Wenn wir jetzt einen Kohl spritzen und daneben steht der Lauch und da weht ein bisschen was rüber. Die Wartezeiten, eine Angst vor Kontrollen, die Dokumentation, Konflikte mit Anwohnern. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Anwohnerin relativ aufgebracht gekommen ist und hat gesagt, bei ihr sind die jungen Enten gestorben. Und sie hat mit dem Tierarzt geredet und der hat gesagt, ja, das kann von dem Spritzen kommen. Diese Sachen haben mich bewegt. Oder wenn die Leute dann am Feld vorbeigegangen sind und haben sie dort Jacken vor die Nasen gehabt. Oder auch dieser Gedanke, was ist jetzt, wenn Kinder einen Fußball einschießen in mein Feld? Und dann laufe es da rein und ich habe zuvor gespritzt. Es ist ein schlechtes Gewissen, das einem oder das mich einfach begleitet hat. Einen Nützlingseinsatz haben wir bei uns im Betrieb schon sehr, sehr lang gemacht, seit 1986. Da waren wir einer von den Ersten, der den Nützlingseinsatz eingeführt hat. Und wir haben die Bekanntschaft mit Neonicotinoiden gemacht. Unser Nützlingseinsatz gegen weiße Fliegen hat gut funktioniert und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Ganze Wolken weißer Fliegen waren im Gewächshaus. Wenn man durchgegangen ist, hat man es eingeschnauft. Obwohl wir so viel Nützling eingesetzt haben. Bis wir dann draufgekommen sind, dass wir die Jungpflanzen, die Tomaten, wie so groß waren, die Gurken, wie so groß waren, mit einem Neonicotinoid behandelt haben. Und der Nützlingseinsatz über das ganze Jahr nicht mehr funktionieren kann. Ja, das waren alles so Erfahrungen. Und wir haben die Bodenpflege vernachlässigt. Es war ja nicht so notwendig. Wir haben kaum Gründüngung gemacht, wir haben kaum mehr Mist oder Kompost ausgebracht. Der Humusgehalt ist niedriger geworden. Viele vernässte Flächen auf alle unsere Feldern. So ein Ring wie heute, da ist in alle unsere Felder irgendwo eine nasse Stelle drin gewesen. Hohe Anfälligkeit der Kulturen für Pilzkrankheiten, gerade jetzt bei so einer Wetterlage. Da sind die Kulturen weggekippt, weil sie sich nicht wehren haben können. Und die Kompostaufbereitung im Betrieb war von Fäule geprägt. Und wir haben dann oft gesagt, ja, das Wetter, mei, bei dem Wetter, da ist kein Wunder, wenn die Pflanzen krank werden oder wenn man einfach nicht mehr reinfahren kann. Und dann ist man reingefahren, wenn in die Wege noch ein Wasser gestanden ist und hat dann die Erden hochgespritzt auf die Pflanzen und die haben dann mit Pilzen zum Kämpfen gehabt. So kann es nicht mehr weitergehen. Das war unser Gedanke. Ein Umdenken war notwendiger und ein Umdenken begann. Und was ganz was Feines ist, wenn man mal anfängt zum Umdenken, dann kommen Menschen, die einen unterstützen und Menschen, die zu diesem Zeitpunkt ihre eigenen Ideen mit eingebracht haben. Der Christoph mit seinen Mikroorganismen ist zu uns gekommen.
Er hat uns diese ganzen Vorzüge erklärt und er hat einen Vortrag gehalten bei uns im Betrieb für alle Mitarbeiter. Und er hat uns nicht eingeschworen, wie man oft sagt, sondern er hat gesagt, probier es aus und du wirst sehen. Und wir haben das zeitverzögert gesehen, was sie da bewegt, was sie tut. Und man hört es immer wieder, dass Mikroorganismen nicht nur an die Pflanzen was verändern, sondern auch bei uns vom Denken her. Und das ist auch eingetreten. Und der Ernst Frischknecht war ein Mo, der zu uns gekommen ist, ein ganz unscheinbarer Mo, der bei mir wirklich Sachen eingepflanzt hat, die ich dann verfolgt habe und wie er nach Jahren zu uns im Betrieb gekommen ist. Und ich habe gesagt, na Ernst, wie weit bin ich? Schau mal, wie ist unser Boden benannt? Na, hat doch der gesagt, grauenhaft. Einfach unverblümt. Er hat gesagt, fühl einmal, das fühlt sich scharfkantig an. Da musst du noch arbeiten. Und es ist besser geworden. Auch mit Hilfe vom Dietmar Näser, der Großmeister des Bodens. Ich denke, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Er ist bei uns im Betrieb öfter gewesen und hat einfach da Akzente gesetzt. Und dann zwei Personen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Die Dame, die Andrea Terhöfen, Ursel Manns. Sie hat die Homöopathie zu uns im Betrieb gebracht. Sie hat ein Miteinander bei uns im Betrieb gefördert. Sie ist eine ganz außergewöhnliche Person, die viele Informationen gesammelt hat in andere Betriebe und zu uns gebracht hat. Und der Michael Hornburg, ein begnadeter Biologe, der uns einfach unterstützt im Nützlingseinsatz. Und mich fasziniert es. Er berät Betriebe, die 7 Hektar Oberschienen anbauen, die 20 Hektar Blaubeeren anbauen. Und er nimmt sie für uns viel Zeit für Beratung. Ja, und bis hin zu Menschen, die einen prägen und ihre Ideen einbringen. Der Seitz Max vom Bund Naturschutz ist bei uns im Betrieb gekommen. Ich habe ihn eingeladen, wie der Bund Naturschutz einfach das sieht, dieses Wirtschaften in der Gärtnerei bis rein in den Hausgarten. Und das sind einfach Personen, die einen unterstützen und eine gute Idee für den Menschen zusammen. Das ist das Faszinierende. Eine gute Idee zieht Menschen an, führt sie zusammen und bringt ihre guten Ideen mit ein. Und so entsteht eine Gemeinschaft, die sehr, sehr viel bewirken kann. Und auch mein Arbeitgeber möchte ich einfach hier auch loben. Der hat mir das ermöglicht, dass ich einfach mich auseinandersetzen kann mit den Mikroorganismen, dass ich Versuche machen kann, dass ich einen gewissen Spielraum habe. Und diesen Spielraum haben auch unsere Mitarbeiter mittragen mit einer Begeisterung, ob es jetzt die Chefetage war, ob es meine Kollegen sind, ob es unsere behinderten Mitarbeiter sind, alle machen mit und es ist eine Riesenfreude. Und was wir gesehen haben, wie wir mit Mikroorganismen begonnen haben zum Arbeiten, haben wir einen Zulauf gehabt an Menschen mit Behinderung. Wir haben derzeit fast 50 Betreute in unserer Gärtnerei, die mitziehen, die bei so einem Wetter mit rausfahren zum Ernten, zum Arbeiten. Wir haben eine Wartelisten über lange Zeit gehabt. Bis Corona war eine Warteliste. Jetzt haben wir es wieder aufgefüllt und sind wir wieder so weit, dass wir eine Wartelisten haben. Diese Veränderung von dem ganzen Milieu, was ganz was Tolles. Und sitzt auch ein ehemaliges Lehrmädel hier im Saal. Ich habe auch immer das Glück gehabt, dass ich motivierte Lehrlinge habe, die einfach mitziehen, die die Versuche auch zum Teil gemacht haben. Und es waren Zeiten, wo ich 10 Lehrlinge gehabt habe. Jetzt haben wir ein bisschen eine kleinere Mannschaft, aber immer noch motiviert und mit dabei. Und dann kam eine Zeit, wo es eigene Ideen braucht zum Umsetzen.
der Gedanken und der Wünsche. Die eigenen Ideen sind gewachsen. Ja, Gemüse für mich als Gemüsegärtner biologisch zu kultivieren, mit einem guten Geschmack, mit viel wertvollen Inhaltsstoffen, von guter Haltbarkeit und schöner Optik und viele Kunden, die es kaufen möchten. Das waren so meine Gedanken dazu. Und es begann eine Veränderung. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, Veränderung mit Mangold und mit Sellerie. Was hat sich da verändert? Wir haben bis vor einigen Jahren, haben wir beim Mangold zum Beispiel 4 Sätze gepflanzt. Den ersten Ende März, dann ein paar Wochen später nochmal einen und dann nochmal und nochmal. Warum? Weil in der Vergangenheit, wenn das Mangold ein bisschen älter war, dann ist es verpilzt. Wir haben es einmal abernten können, beim zweiten Mal war schon nimmer recht viel zum Ernten. Heute ist das ganz anders. Wir pflanzen nur 2 Sätze und eigentlich wird einer langer, weil wir den ständig beernten können. Von hoher Vitalität strotzt dieser Mangold. Genauso der Sellerie. Was haben wir schon Blattfleckenkrankheiten gehabt am Sellerie? In der konventionellen Zeit war die Beratung so, du, wenn du Septoria hast, dann musst du jede Woche ausfahren und den spritzen. Heute ist Septoria eine Seltenheit. In der Regel irgendwo, wo ich eventuell einen kleinen Fehler gemacht habe. Wo ich vielleicht zu nass reingefahren bin, am Boden verdichtet habe. Hier war das Milieu gestört und ein kleiner Fleck Septoria breitet sich rasend schnell aus. Heute haben die Pflanzen aber eine gewisse Wehrhaftigkeit und ja, es kommt Erfahrung mit dazu. Wir hatten vor kurzem am Hagel, Gott sei Dank nicht so stark, er war so, dass einfach ein Salat, der fertig war, wo der Kopf schon fest war, auch beim Batavia, dass er diese Köpfe einfach zerschlagen hat. Aber viele andere Pflanzen haben Löcher, haben Knicke und da fahre ich dann raus und unterstütze die Pflanzen mit Homöopathie, mit Mikroorganismen, mit einem Ropro dazu, mit einem scharfen Blond, dass die Wunden schneller heilen. Ja, Kleinigkeiten, ja, Lauchzwiefel, Trips, falscher Mehltau. Die Lauchzwiefel, an sich ein Gemüse mit einer riesigen Widerstandskraft. Heute spulen sie diese Widerstandskraft aus. Sie stehen da und strotzen vor Kraft, die sie weitergeben an uns. Und wenn man es nicht alle beernten kann, dann überwintern die hervorragend und bringen im nächsten Jahr riesige Blütenstände. Da sieht man, was da drin steckt. Bei der Petersilie, ähnlich wie beim Mangold, viele Sätze, wo man pflanzt haben, weil sie dann Mehltau kriegt und andere Blattfleckenkrankheiten. Heute reicht es, wenn ich 2 Sätze pflanze, anstatt 4. Das sind so diese Veränderungen. Für uns ist selbstverständlich, dass wir Blühstreifen pflanzen. Blühstreifen, 2 Kilometer ist unser Ziel, Jahr für Jahr. Wir haben noch nie eine Förderung eingefordert für diese Blühstreifen. Das machen wir aus Überzeugung. 15.000 Pflanzen, beziehungsweise 15.000 Tuffs, kleine Töpferl, wo unsere Helfer, unsere Menschen mit Behinderung mit einer Leidenschaft anbauen. Diese Mischung an Saatgut,
die man maschinell ganz schlecht sehen kann, aber mit Fingerspitzengefühl 15.000 kleine Töpferl befüllen, 15.000 Töpferl auspflanzen. 2 Kilometer ist Jahr für Jahr unser Ziel und sie kennen oder erkennen unsere Gemüseäcker immer an die Blühstreifen. Eine bunte Vielfalt. Die Insektenwelt, die Nützlinge und unser Biologe, der uns letztes Mal besucht hat, hat er gesagt, ich bin überrascht und erstaunt, wie viele Nützlinge und Insekten in diesen Blühstreifen drin sind. Er hat ein paar Vorschläge gemacht, was wir noch mit reinmischen sollen, besonders Dill, Doldenblütler, dass wir mit reinbringen, um die Artenvielfalt an Insekten noch zu erhöhen. Ja, das sind so unsere Beiträge. Der Lauch, ja, ohne Netz. Viele biologische Kollegen haben aufgehört, einen Lauch zum Kultivieren, weil er so viel Schädling kriegt, die sehr, sehr schwierig in den Griff zu kriegen sind, weil er im Prinzip sehr empfindlich ist. Durch Pflanzenstärkung mit einem scharfen Blond bleibt der Trips relativ klar in seiner Population, ist die Widerstandskraft gegenüber Blattflecken sehr groß und Lauchminierfliegen, Lauchmotten werden vergrämt. Ja, und so zirkt es einfach durch unsere Kulturen. Wir machen Einschneidekraut, so diese Qualitäten in biologischer Wirtschaftsweise. Und mein Wunsch war, dass das Gemüse eine hohe Haltbarkeit hat. Also mein Ziel ist natürlich nicht, dass ich unsere Kunden ein altes Gemüse anbieten tue. Aber der Sellerie, wenn man es lesen kann, diese Aufnahme war am 26.08.2020. Also der ist 2019 geerntet worden und hat bis ja, in September neu gehalten. Das ist faszinierend. Und das setzt sich fort, Jahr für Jahr. In der konventionellen Zeit ist im Januar, im Februar schon auf gut Borisch der Barz aus den Kisten rausgelaufen. Heute, ganz einfach, viele, viele Monate. Und hat einen guten Geschmack, ein gutes Innenleben. Wir haben kürzlich erst die letzten Pastinaken aus dem Lager rausgeholt und auch Zuckerhut, der in dem Jahr gehalten hat, bis in April rein. Und das sind Ressourcen, wo man einfach lang nutzen kann. Ein Gemüse, was ohne Kilometer entstanden ist, was im Nährstoffkreislauf sich befindet und dann uns über so viele Monate versorgen kann. Ja, und so schaut es bei uns im Gurkengewächshaus aus. Ja, das Bild hat sich verändert. Sticht vielleicht das Gras ins Auge. Gras, einkeimblättrig, harmoniert mit zweikeimblättrigen Pflanzen. Und hier fühlen sich Nützlinge wohl. Gurken und Gräser harmonieren miteinander. Rote Spinne, das immer Thema war. Und diese 4 Wochen, was jetzt so heiß war im Juni bis in Juli, nein, da hätten wir rote Spinne ohne Ende gehabt. Wir haben über viele Jahre die Gurken schon verloren im Juli. Die strotzen vor Vitalität. Wir haben die Düngung zurückgefahren. Wir düngen jetzt nur noch die Hälfte von dem, was wir in der konventionellen Zeit neu düngt haben. Wir arbeiten mit Mikroorganismen. Wir arbeiten mit Homöopathie. Wir werden es beim Workshop dann auch noch bei den Topfpflanzen mitsehen. Ja, und was passiert, wenn ein Wetter aufzieht, wenn es zum Ringen anfängt? Die nassen Stellen sind weg. Wir können unseren Boden bald wieder befahren.
Wir versuchen mit feste Wege zum Arbeiten, über Jahre hinweg feste Beete. Und ich bin und war früh mit Kollegen unterwegs. Miteinander lernen, miteinander an Ideen arbeiten. Und dann ist auf einmal was dazugekommen. Es ist das Arbeiten mit Hobbygärtner. Ich weiß gar nicht, ob es das eigentlich so trifft, so Hobby. Es ist ein bisschen so, ja, Freizeit, ja, das macht sie halt so und ist ja ein Hobby. Aber ich habe was anderes erfahren und der Kontakt mit Hobbygärtner hat bei mir eine weitere Idee gezündet. Ein ökologisches Handeln im Hausgarten. Im Hausgarten. Es gibt Tausende von Hausgärten. Wir sind so viele Hausgärtner. Und wir können im Hausgarten ganz, ganz viel bewegen. Wenn ich mich mit Hobbygärtner triff, da sprudelt's nur so von Ideen. Und die Hobbygärtner, die gehen vor dem Treffen raus und sagen, boah, das probiere ich jetzt aus daheim. Da kommen nicht die Gedanken, oh, wer soll das machen? Wer soll das zahlen? Bringt das schon was? Wird das gefördert? Nein, da geht man ganz frei weg, frohen Mutes und sagt, das probiere ich, das mache ich. Und diese Treffen mit Hobbygärtner, das ist einfach eine Schau und so geht es mir auch hier bei den EM-Tagen. 1000 Fragen sind zum Beantworten und eine Begeisterung kann man auslösen und das beflügelt mich und dann kommen hier immer wieder auch neue Ideen mit dazu. Und ob es jetzt Erwachsene sind oder ob es Kinder sind. Mit Kindern, was zum Unternehmer, mit Kindern, mit Jugendlichen. Hier, da haben wir Löcher bohrt, da rundherum und einen Obstbaum. Wir haben den Obstbaum gefurdert. Wir haben da Bokashi rein, wir haben Kompost rein, wir haben Schafwolle mit rein. Und das war eine richtige Freude. Und bei den Kindern dann einfach was einpflanzen. Im Garten, in der Natur, das ist was, was sie ein ganzes Leben lang nimmer vergessen. Hier haben wir ein Kartoffelprojekt miteinander gemacht und diese große Vielfalt an Kartoffeln, was wir da angebaut haben und diese Menge, wo wir auch geerntet haben, also richtig professionell, was da die Hobbygärtner so machen. Ja, mit jungen Erwachsenen unterwegs zum Sein, die nach 2-3 Jahren zu mir kommen und sagen, du, ich möchte mich heute noch mal bedanken, dass wir miteinander einen Grundstock gelegt haben im Garten, den ich dann in meinen Garten getragen habe und so tolle Früchte ernten kann. Nach ein paar Jahren kommt da so ein Lob. Im Hausgartenbereich Humus aufbauen, Bodenpflege betreiben. Das ist aktiver Umweltschutz. Und das geht im Hausgarten exzellent. Und wenn wir nur ein paar Quadratmeter in Anführungszeichen haben, dann können wir auf diesem paar Quadratmeter ein Potenzial schaffen in Handarbeit. Die Handarbeit ist eine ganz tolle Grundlage. Wir können Humus aufbauen in einer Geschwindigkeit, wie es ein Landwirt niemals schafft. Wir können Wasserspeicher schaffen in unserem Garten, wo sie Gießen über weite, weite Strecken erübrigt. Und wir schaffen durch das in unserem Garten ein Umfeld, das uns ein Wohlfühlumfeld wird. Und dieses Erlebnis schaffen wir mit ganz einfachen Sachen, mit dem Kompostieren. Wir schaffen ganz eine andere Wertschöpfung für unsere Abfälle. Dass wir den Nährstoffkreislauf auch mit Mulch unterstützen, mit guten Materialien.
Uns wird dann klar, das Rasengras zum Mulchen, je vielfältiger das ist, desto besser. Dass ein Unkrautvernichter völlig entgegensätzlich arbeitet, dann lassen wir von Haus aus diese Sachen weg und wir leben das immer mehr. Und wir leben das dann mit der ganzen Familie. Also meine Enkelkinder sind ganz scharf drauf, dass dabei sind beim Bokashi machen und am liebsten, denn es dann die Kohle ins Bokashi strahlen und das Gesteinsmehl und dann sie eben drüber spritzen und das Ganze vermischen und festreden. Also da werkeln sie und man sieht es so, also mit einer Kraft sind sie da mit dabei. Und das macht dann auch Freude und es entsteht miteinander was ganz was Tolles. Ja, dass man die Beete in Mischkultur betreibt, dass man es in der Fruchtfolge betreibt. Diese Kraft der Ideen, das Ernten, die Früchte der Ideen, die kommen da immer mehr zum Vorschein. Und dann zündet es immer mehr, die Mischkultur, was dem Boden gibt, dieses Miteinander, was da entsteht. Düngung, wenn ich noch von außen her was brauche, hole ich mir bei mir aus der Nachbarschaft einfach die Schafwolle. Und immer wieder begeisterte Zuhörer. Und dann die Vielfalt auf dem Teller, aus dem eigenen Garten. Ich weiß, dass alles biologisch hergezogen ist. Es hat einen hervorragenden Geschmack, von hervorragenden Inhaltsstoffen geprägt. Ah, die Gemüsepfanne. Und dann füllen sie die Körbe mit hervorragendem Gemüse aus dem eigenen Garten. Durch Ideen entstanden. Und die Idee geht dann weiter. Ja, wir bauen unser Hügelbeet. Schauen wir mal, was das Hügelbeet verspricht. Fruchtbarkeit über viele, viele Jahre. Wasserspeicher. Kaum ein Gießen notwendig. Ich habe uns gebaut, weil ich das wissen mag. Und ja, diese ersten Monate sind sehr, sehr erfolgsversprechend. Das Hügelbeet ist ja stattlich geworden, 10 Meter lang. Und da sind so die ersten Bepflanzungen in Mischkultur und dann ist das mächtig gewachsen. Ich stehe auf dem Hügelbeet, also man sieht es jetzt eigentlich fast nicht mehr, weil es zugewuchert ist. Ja, und ich habe es schon immer wieder gesagt, eine gute Idee führt Menschen zusammen. Und im Chiemgau unterstützt uns Profigärtner und uns Hobbygärtner. Hier ist ein Familienunternehmen, hier steht der Mensch dahinter und sie unterstützen uns mit bewährten Produkten und Innovationen, die unsere Ideen zum Erfolg führen. Der Christoph betont es immer wieder, dass er nicht Produkte herstellt und dann uns einreden möchte, dass wir es brauchen, sondern er horcht hier, er geht hinaus, er schaut, was braucht die Praxis und dann versucht er Lösungen zum Anbieten. Und hier gibt es die Chiemgauer Schwarzerde, die im Workshop vorstelle, aber draußen einen Stand. Die Pflanzen sind alle in Chiemgauer Schwarzerde, eine torffreie, biologische Erden. Und wir haben diese ganzen pflanzenstärkenden Produkte, die ich einfach kennengelernt habe, dass den Pflanzenbau unterstützen, dass über besondere Situationen drüber führen und letztendlich auf einfache Weise in einem Miteinander dann tolle Früchte zum Ernten sind. Hier die Tomatenagate, die uns im Tomatenanbau unterstützt, dass nicht die Blütenendfäule haben oder die Schwefelkatti, wo ich einfach gesagt habe, Christoph, wir brauchen für unsere Heidelbeere, für unsere Moorbeetpflanzen
Hortensien oder für Rhododendron brauchen wir einen Esslöffel voll Schwefel einmal im Jahr, dass der Boden ein bisschen abgesäuert wird und sich die Pflanzen wohlfühlen. Dann haben sie geschaut und haben gesagt, ja, dann packen wir eine kleine Portion ab. Ich habe es miterlebt, was das für eine Wahnsinnsarbeit ist. Nicht das Befüllen. Die Wahnsinnsarbeit ist das Etikett. Nicht das Schreiben, sondern was drauf sein muss vom Gesetzgeber her. Also da sitzt man gefühlt wochenlang, um das alles zum Abklären. Ja, und dann strahlt man die Produkte, man bringt es gern aus im Garten und der Lohn ist einfach dieses Wachstum. Dieses Wachstum, wie es Jahr für Jahr miterlebt, wie man es auch draußen sehen in die Hochbeete oder in die Gemüsegärten, wo wir dann morgen einen Streifzug machen und einfach besprechen, was wir sehen. Und wenn es da sprudelt und wuchert und man kommt stellenweise gar nicht mehr danach, dass man die Produkte alle verarbeiten kann, es füllen sich die Gläser. Und hier auch wieder in Mischkultur, weil wir das einfach gelernt haben. Und wenn man dann vor einem Hochbeet, wo an einer Stelle zwei Mini-Muskat pflanzt haben, von dem Hochbeet runter haben wir über 20 Mini-Muskat geerntet und haben wir in dem Jahr den letzten im Mai verspeist. Gelagert im Heizraum. Bis in Mai. Ja, und dass man Gemüse jetzt ganze Jahr kultivieren kann, in einem Mistbeet, in einem Hochbeet, dass man im Winter einfach draußen ernten kann. Diese Idee, dass wir uns über längere Zeit selber versorgen, das bringt es einfach mit und diese Früchte, diese Beeren, dieses Obst, was wir beernten können, der Boskop, der uns dann über Monate versorgt, bis hin, dass auf einmal ein anderer Gedanke dazukommt, Lebensraumgarten. Eine Idee, die Früchte, der Lebensraumgarten, ein Lebensraum für Generationen, ein Lebensraum, wo sich die Familie wohlfühlt, wo sie unterwegs sind, wo sie mitarbeiten. Ja, da, Christoph, muss ich dich bestätigen, da geht schon der Ruf los nach Maschinen. Und der Valentin braucht einfach einen Bulldog mit einem Frontlader und einem Anhänger. Aber sie sind auch so unterwegs, dass sie auf Entdeckungstour gehen, dass sie schauen, wie viele Vögel das im Futterhäusl drin sind und dass Mithelfer beim Ernten, dass das miterleben, wie Gemüse schmeckt und sie haben einen Bärenhunger. Die Kinder wissen ganz genau, wo die Beeren wachsen im Garten und diese große Vielfalt bieten wir ihnen. Und diese große Vielfalt bieten wir auch in unserem Garten mit Geschöpfe. Wir haben im Garten mittlerweile eine Grasrotte. Wir haben einen Dachsenhaufen, wir haben einen Laubhaufen. Irgendwo wohnen da ein paar Igel drin. Wir sehen sie immer wieder, wie sie unterwegs sind bei uns im Garten. Und dieser Lebensraumgarten, der bietet für Vögel ein Umfeld und im Totholz leben Käfer und Pilze. Pilze, die so diesen ganzen Garten unterirdisch vernetzen, die haben hier Anlaufstelle, die docken an, holen sie hier Nährstoffe und schaffen im Garten ein Umfeld, das uns gut tut. Und ein Obstbaum, ein Großkroniger, bringt ganz viele Lebewesen in unsere Gärten. Es wohnen unzählige Insekten in einem Obstbaum, genauso wie wir den Insekten dann eine Nistmöglichkeit anbieten können, was brüten. Und man kann sich spielen mit ein paar Quadratmeter Blumenwiese. In meinem Garten 3 Quadratmeter Blumenwiese hingucken. Bis hin dann, dass man autochthone Pflanzen anbaut, ja, auf ein paar Quadratmeter, wo ich dann in meiner Funktion als Kreisvorsitzender einfach auch Workshops anbiete und auch bei Gartenbauvereinen einfach dann auch sage und Hilfen anbiete, wie kann man diese Vielfalt
aus einem winzigen Samenbackerl rausbringen. Auf einfache Weise. Ja, und wir haben diese Vielfalt im Garten mit bunten Blumen, aber auch mit bunten Insekten. Und was gibt es Schönes, wenn Schmetterlinge fliegen und wenn sie im Garten dann Rast machen und sich einen Nektar holen können. Und wenn es uns nicht so sehr bekümmert, wenn Kohlweißlinge da sind, weil wir wissen, dass die Natur das großteils selber regelt. Ja, wenn die Idee Früchte trägt. Liebe Zuhörer, es waren jetzt viele Punkte mit drin. Ich bin jetzt nicht aufs Mulchen eingegangen oder auf den Humusaufbau. Ich wollte einfach diese Möglichkeit aufzeigen. Diese Möglichkeit, die so viele in ihren eigenen Gärten auf Balkon und Terrasse haben, für unsere Umwelt im ökologischen Sinne was zu machen. Und wenn die Idee Früchte trägt, bedeutet es, dass man auch ernten darf. Biologisches Gemüse, Obst, aber auch Blumen und Kräuter und Beeren. Es bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich Vorbild sein darf für viele Menschen, dass ich bei Kindern und Jugendlichen einen Grundstein legen kann für ein ökologisches Handeln. Und das ist mein persönlicher Beitrag, der aus dieser Bewegung innerhalb der letzten 15 Jahre entstanden ist. Und es ist mein Beitrag zum Bewahren unserer Schöpfung. Vielen Dank.